Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, wir legen wieder los mit einer Neuauflage unseres Formates Showcase. Da stellen wir euch jetzt Schiffe, Planetensysteme, alles Mögliche vor, was aber in der Konzeptphase ist. Das heißt, was noch nicht Hangar oder Flight Ready ist. Und damit fangen wir heute direkt an, und zwar mit einem unserer Lieblingsschiffe, der Idris. Der Idris, die Fregatte, ehemals eine Korvette, mal vorgestellt mit 120 Metern. Mittlerweile sind wir schon bei über 250 Meter. Ja, 240, glaube ich, so etwa in der Richtung waren es, ne? Ein Schiff, was definitiv Kapitalschiffklasse ist, oder auf Deutsch Großkampfschiffklasse, wird auch so bezeichnet, und ein dediziertes Multicrew-Schiff. Nach Aussagen von Chris Roberts auch eindeutig ein Schiff, was man nur mit mehreren Leuten wirklich effektiv führen kann, mit zusätzlichen NPCs. Ja, und sie ist natürlich quasi das Herz vieler Organisationen bei Star Citizen, die sich darüber Gedanken machen, dass sie sagen, wir wollen ein größeres Schiff haben, was viele Möglichkeiten bietet. Die Möglichkeiten gehen wir heute mal mit euch durch. Es gibt in jedem Fall davon zwei Varianten, und zwar eine M-Variante und eine P-Variante. M steht hier für Militarized, das heißt ein Militärschiff, das ist anders bewaffnet auf jeden Fall und hat auch eine andere Art von Funktion. Und die P-Variante, die ist die Peacekeeper-Variante. Beide übrigens gebaut von Aegis Dynamics. Ja, und ansonsten war sie auch schon ein paar Mal im Verkauf kommt immer mal wieder, wie man das inzwischen so kennengelernt hat. Ist aber auch als Schiff mit einem Wert von über 1000 Dollar nicht giftable. Das heißt, es bleibt an einem Account gebunden. 160.000 Tonnen bringt sie auf die Waage, ist aber in dem Bereich als Fregatte noch deutlich leichter und beweglicher als ein Zerstörer oder ein Ship of the Line. Sie ist als Fregatte auch mehr dafür gedacht, sage ich jetzt mal, Patrouillenflüge zu machen, beweglich zu sein, größere Reichweiten zu haben als ein richtig großes Kriegsschiff, ist aber schon in der Kapitalschiffklasse. Ja, und vor allem, und das ist der große Clou an dem Schiff, sie ist ein Trägerschiff, also zumindest ein kleines Trägerschiff. Wie Chris Roberts selbst in 10 for Chairman gesagt hat, sie ist sozusagen die kleine Version eines Bengal Carrier, nämlich mit aktuell, soweit ich weiß, 4 Jägerplätzen darauf, wo also Schiffe bis zum Cutlass oder auch Vanguard-Maßstab mit transportiert werden können. Das ist zumindest sehr cool. Und damit kommen wir jetzt mal zu den Features. Also, was sind so die wirklichen Kernfeatures von dem Schiff? Es wird beworben, dass sie sehr, sehr stark austauschbar modular ist. Es gibt sogar in dem Text zur Javelin Hinweise, dass sich Teile, Module, Räume der Javelin und der Idris untereinander tauschen lassen sollen. Wie das jetzt aussieht, das weiß ich noch nicht, aber es wird ein Schiff sein, was vielseitig ausstattbar ist. Es wird eine Krankenstation besitzen, wo Leute behandelt werden können, wo man vermutlich auch drauf spawnen kann. Mhm. Es wird Arrestzellen geben, wie nennt sich das, eine Brick, würde man sagen, genau, wo man Piraten festsetzen kann. Es hat darüber hinaus 3 Decks für verschiedenste Aufgaben und Wartungsschächte, wie man sie bei Star Trek kennt, diese Jeffrey-Röhren. Jeffrey-Tubes, genau, so ist es. Ja, dazu wird außerdem mitgeliefert ein kleines Utility-Ship, also ein Schiff für Reparatur und Bergungsaufträge zum Beispiel. Ein kleiner Einsitzer ist das, nennt sich das Argo-Utility-Ship. Hat man auch schon bei Squadron 42 in dem Trailer gesehen, da kommt man damit an. Ansonsten muss man dazu sagen, eben die Idris-P-Variante als Peacekeeper-Variante ist schwächer bewaffnet, dafür soll sie aber eine größere Reichweite haben und hat auf jeden Fall mehr Laderaum als die M-Variante. Ja, und die M-Variante hat deutlich mehr Waffen an Bord. Die ist wirklich das Kriegsschiff, was für den Einsatz mit anderen größeren Schiffen konzipiert ist, im Verhältnis zur Peacekeeper, die eher für den Patrouillendienst da sein soll. Bei der M-Klasse finden wir die berühmte Railgun vor. Das ist ein Massebeschleuniger, ein Mass-Driver, der Bolzen verschießt, kapitale Bolzen, die gedacht sind gegen Großkampfschiffe. Wer dann von der P zur M gänzlich wechseln will, der kann auch später ein Upgrade-Kit kaufen und die P zur M upgraden. So ist es. Und damit kommen wir jetzt im Grunde genommen zu dem Feature von unseren Showcase-Folgen hier, nämlich zu den Fragen. Wir haben also immer Fakten, Features und Fragen hier. Und zwar, da muss man sagen, wir haben natürlich uns ein paar Sachen überlegt, was ist jetzt für ein Schiff, was in der Konzeptphase noch wichtig ist. Und da ist natürlich an erster Stelle immer, wie viele Leute werde ich jetzt eigentlich brauchen, um dieses Ding als Orga betreiben zu können? Also es heißt Minimal Crew, oder beziehungsweise war die Zahl genannt 10 bis 24 Leute. Ich kann natürlich jetzt auch aufstocken mit ein paar NPCs.
Man kann vermutlich sogar noch mehr Leute unterbringen, wenn man möchte. Ja, man kann sogar bei der UI zum Beispiel, die berühmte Stanton-Fregatte hat wohl dann schon 72 Mann an Bord. Das heißt, wahrscheinlich kann man noch ein paar Stockbetten reinschieben. Das würde dann dafür sprechen, dass das Ganze halt eine Spawn-Plattform ist für große Organisationen. Aber definitiv kann dieses Schiff nicht alleine geflogen werden und auch nicht effektiv gesteuert werden, wenn man nicht Crew und NPCs besitzt. Genau, dann fragt man sich natürlich, für was benutze ich die Idris dann? Also ich sage mal so, als Transportschiff, um dort einen guten Schnitt zu machen, als Hauler und Transporter ist sie mit Sicherheit nicht geeignet. Das sieht man auch an den SCU-Zahlen schon. Ja, da gibt es nämlich eine ganz schockierende Zahl. Eine Idris... Fregatte hat tatsächlich, also die P-Version sogar, hat das 4,5-fache Gewicht einer Starfarer, hat dabei aber nur die Hälfte der Ladekapazität einer Starfarer. Da sehen wir, dieses Schiff ist definitiv nicht geeignet für den Transport oder Handel. Also ich wiederhole es nochmal, die Idris P als auch die M natürlich, die erst recht nicht, sind keine Schiffe fürs Trading oder für den Warentransport. Das lohnt sich schlichtweg einfach nicht, es sei denn, ich transportiere halt pures Gold oder Titanium oder vielleicht Uran, dann kann das sein, dass es natürlich sich dann doch lohnt. Ja, genau. Und dann muss man sich natürlich überlegen, das Schiff an sich ist schon kostenintensiv. Erstens, man braucht eine große Crew. Also im Vergleich gerade zu einer Starfarer, die sich sicherlich mit 2 bis 4 Leuten gut problemlos steuern lässt und dafür halt schon die doppelte Kapazität quasi hat. Bei einer Idris 10 Mann plus NPCs, dazu noch Munition, Treibstoff, der ganze Kram, wird eine kostenintensive Sache. Ja, und da fragt man sich dann, wofür benutze ich es denn dann? Und da könnte man sagen, Achievements wäre so eine Sache, ne? Achievements fürs UAE, ja, wirkliche Missionen machen für das Militär des UAEs, wo man Vendul jagt, vielleicht sogar ein größeres Vendul-Schiff jagt oder Systemkontrolle herstellen soll, patrouillieren, Piratennester ausheben oder halt wirklich, das wäre die Achievement, die NPC-Missionen-Variante oder halt wirklich als systemkontrollierendes Schiff für Organisationen. Ja, Patrouillenschiff, auch für Rettungsaufträge, Reparaturaufträge, um das wirklich in einem Maß zu machen, dass man eine Basis hat, von der aus man operieren kann. Dafür kann die Idris auf jeden Fall benutzt werden. Deep Space Rescue. So ist es, genau. Und ja, das war also unser Showcase zur Idris, wo wir euch das Schiff in aller Kürze einmal vorstellen wollen. Wir werden da jetzt weitermachen, in verschiedene Richtungen gehen und von daher würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns die Meinungen zu den Schiffen schreibt und selber schreibt, welches Schiff in der Konzeptphase würde euch interessieren. Natürlich auch, wenn ihr uns liked und disliked, wenn ihr unseren Channel abonniert, um up-to-date zu bleiben, was Star Citizen angeht. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt für die Arbeit, die wir hier mit dem Channel machen, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir machen uns jetzt an die nächste Folge ran und in diesem Sinne verabschieden sich Weezen und Sawyer gemeinsam mit einem See you on the flight deck!